Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial-Video für TrainDriver 2. Wir gehen heute die absoluten Grundlagen durch, die man als Fahrdienstleiter wissen sollte. Das ganze Video ist in mehreren Kapiteln unterteilt, die könnt ihr alle unten in der Videobeschreibung sehen. Und sollte ich auf irgendeine Webseite gehen, sind auch ebenfalls die Links unten in der Videobeschreibung. Wie der Titel des Tutorials schon sagt, es sind absolute Grundlagen, einfach die absoluten Basics. Speziellere Tutorials kommen dann später, wo dann auf die Bedienungen von SBK, SCS etc. eingegangen wird, sowie auch Regel- und Sonderfälle etc. Das sind wirklich erstmal nur die Basics. Am Anfang empfehle ich euch sehr, dass ihr euch das Wikipedia zu TD2 einmal ansieht. Das findet ihr auf wiki.td2.info.pl und dort gibt es die ganzen wichtigen Informationen, die man als Fahrer sowie auch als Fahrdienstleiter wissen sollte. Nehmt euch da wirklich mal die Zeit für einen Nachmittag und schaut euch das an. Da sind sehr viele Informationen drin und einiges werden wir natürlich jetzt hier im Tutorial auch durchgehen, aber nicht alles. Das wird hier den Rahmen sprengen. Fangen wir mit dem allerersten an. Ab wann darf ich denn Fahrdienstleiter sein? Fahrdienstleiter dürft ihr sein, wenn ihr mindestens 400 Kilometer erfolgreich als Triebfahrzeugführer gefahren seid und dann startet ihr in der Stufe L als Fahrdienstleiter. Als Fahrdienstleiter levelt ihr mit den abgefertigten Zügen durch, also die erfolgreich abgefertigt worden sind und da geht es von 0 bis 50 als L, Stufe 2, 51 bis 100 und so weiter. Die Stufen sind insofern wichtig, nachdem die ganzen Szenarien ebenfalls eine Stufe haben. Das sieht man am besten auf dieser Seite, die nennt sich Stationik und den Namen habe ich hundertprozentig falsch ausgesprochen. Den erreicht ihr über den URL stationik-td2.web.app und wenn ihr das zum ersten Mal aufmacht, dann sieht das Ganze hier so aus. Ihr könnt das Ganze auf Englisch einstellen, hier rechts einfach auf die Flagge, dann ist das alles Englisch und bei der Standardansicht seht ihr gerade die ganzen Szenarien, die aktuell befeuert sind, sprich die besetzt sind, inklusive dem Level, was die Szenarien benötigen, also was ihr als Fahrdienstleiter braucht. Dann haben wir hier, wie lang ist die Station denn offen, der zum Beispiel ohne Limit, der ist nicht verfügbar, vermutlich hat er gerade gestartet, der ist bis 19 Uhr da, 17 Uhr, 16 Uhr etc. Dann seht ihr den Fahrdienstleiter, der da gerade aktiv ist und dessen Level, zum Beispiel hier zwei Anfänger, die sind entsprechend hier auf einer L-Szenerie und dann sieht man, wie viele Anschlüsse die Szenerie hat und welche. Links von dem grauen Strich, das heißt, dass es doppelgleisig ist, rechts davon sind es eingleisig und wenn es blau ist, dann heißt es, es ist elektrifiziert und wenn es grau ist, dann ist es nicht elektrifiziert. Eins weiter rechts seht ihr dann die Szenerieart bzw. wie die gesteuert wird. Da haben wir hier zum Beispiel SCS, dann haben wir hier mechanisch, manuell. Hier hat es zum Beispiel noch eine Bahnübergangssteuerung mit dabei. Plus hier hat es automatische Streckenblöcke, das ist auch eine Besonderheit. Und so weiter. Da seht ihr euch mit was es da eigentlich zu tun habt. Weiter rechts dann, wie viele Spieler da noch gerade drin sind und wie viel eigentlich maximal auf der Szenerie Platz hätten und Co. Okay, um jetzt aber die Szenerien zu sehen, die gerade frei sind, die ihr euch aussuchen könnt, geht ihr da links auf den Filter und wählt hier unten das alles ab. Plus, ihr klickt es aber free an, weil wir wollen ja sehen, was gerade frei ist. Noch dazu macht ihr hier Non-Public weg, denn es gibt Szenerien, die sind nicht öffentlich, die sind nur für eine kleine Gruppe von Leuten, um es mal so zu sagen. Und wir sagen hier Save Filter und jetzt habt ihr hier alle Szenerien, die frei sind. Wenn das nicht sortiert ist, klickt ihr hier auf Min Dispatcher Level und dann wird entsprechend sortiert. Das gleiche funktioniert natürlich auch mit dem Namen. Okay. Alle Szenerien, die jetzt hier das L haben, ihr könnt jetzt von Anfang an machen und dann geht es weiter mit Stufe 2, 3, 4 und so weiter. Um sich jetzt eine Szenerie anzuschauen, ob die für euch passt, könnt ihr natürlich in das Spiel gehen und die natürlich einzeln hochstarten, aber es ist viel einfacher, wenn man hier einfach Rechtsklick auf den Namen macht und dann der entsprechende Forumsbeitrag eröffnet und da seht ihr den Beitrag vom Ersteller, da seht ihr dann Fotos, ein paar Infos und ab und zu dann auch ein Bild von der Strecke an sich, beziehungsweise ein Gleisplan. Ist aber nicht immer der Fall, kommt immer darauf an, wie sehr er den Beitrag ausgearbeitet hat. Probieren wir doch einmal hier Kili, das mechanische Stellwerk. Schauen wir, ob wir hier ein bisschen mehr haben. Ne, leider auch nicht. Dann gehen wir eins weiter. Das ist jetzt ein bisschen Trial and Error.
Discord noch ein bisschen weniger. So, hier zum Beispiel. Damals ein Gleisplan da. Da sind jetzt hier die ganzen Weichen beschriftet, was die für eine Nummer haben. Dann, wo die entsprechenden Signale sind, was die für Namen haben. E, D, C und B. Und wo die unterschiedlichen Stellwerke sind. Bei den meisten mechanischen Stellwerken sind es zwei Stellwerke. Einmal auf der linken Seite, einmal auf der rechten Seite. Es gibt aber auch Szenerien, die nur ein Stellwerk haben. Und ab und zu, wenn zum Beispiel SCS oder SPK ist, dann ist entsprechend hier nochmal ein Bild abgebildet, wie das denn aussehen würde, wenn ihr das denn hochstarten würdet. So, ja, und wenn ihr euch da eine Szenerie jetzt ausgesucht habt, wo ihr sagt, ja, die möchte ich dann gerne mal ausprobieren, dann könnt ihr ins Spiel gehen und die einmal starten. Es kann jetzt auch den Fall geben, dass ihr euch eine Station rausgesucht habt, die hier in der Liste gar nicht drin ist. Denn es ist so, wenn ihr Train Driver 2 zum ersten Mal installiert, es sind nicht alle Strecken per Standard mit dabei. Die müsst ihr dann über das Forum herunterladen. Das ist aber nicht schwer. Dazu gehen wir nochmal zurück auf den Browser. Und wenn man hier jetzt eine Station aufgemacht hat, in meinem Fall hätte ich gern Boki hier. Das scrollt ihr dann in den Beitrag einfach nach unten und dann hat sie hier diesen Download-Link. Und dann könnt ihr auf ZIP klicken und dann lädt ihr das ganze ZIP runter. Jetzt ist natürlich die Frage, was muss ich mit dem ZIP machen? Unter den eigenen Dokumenten gibt es den Ordner TDSK. Den macht ihr einmal auf, geht ihr in Train Driver 2 und dann hat es hier den Ordner Saved Stations. Dort sind die ganzen Stationen bzw. Szenerien abgelegt. Da könnt ihr auch das ZIP dann hier ablegen. Ihr macht hier einen Rechtsklick, 7-ZIP und dann Extract to Flavors Go oder je nachdem, was ihr installiert habt. Achtet dabei aber darauf, dass hier der Ordnername ist von der Szenerie und dahinter gleich die Files. Nicht, dass hier zum Beispiel nochmal Bitonia wäre und dann kommt die Files. Das ist ganz wichtig. Wenn wir schon in diesen Ordner sind, hier habt ihr übrigens auch die Presets für die ganzen Logs, die ihr euch im Spiel zusammenstellen könnt oder auch hier über das Textfile. Nur so nebenbei. Dann für den Fall, dass euch SCS oder das SBK oder sonstiges irgendwann mal zugehen sollte, könnt ihr hier in den Ordner Tools gehen und dort sind die Sachen abgelegt. Geht ihr einfach rein, klickt hier beispielsweise auf SBK und dann fragt ihr euch schon, okay, was möchtet ihr öffnen? Wählt das entsprechende File aus von der Station, wo ihr drin seid. Sagt öffnen und dann öffnet er das für euch. Okay, es wird ernst. Wir werden erstmal eine Szenerie starten und zwar auf dem deutschen Server, damit wir hier keine anderen stören. Wenn auch ihr eine Szenerie starten möchtet und die einfach mal testen wollt, geht auf den deutschen Server oder auf den englischen Server und nicht auf PL1. Da könnt ihr ein bisschen rumspielen, ohne dass ihr die anderen Spieler stört. Wir gehen hier auf den Multiplayer, sagen hier Dispatcher und wir starten Takobo. Das ist eine Szenerie mit einem mechanischen Stellwerk und das Besondere bei dem ist, die Szenerie hat nur ein einziges Stellwerk. Die allermeisten mechanischen Szenerien, also mit mechanischen Stellwerken, haben zwei oder mehr Stellwerke. Das kann für den Anfang etwas verwirrend sein, wenn man dann zwischen den Stellwerken hin und her switchen muss. Daher sucht euch vielleicht eine Szenerie aus mit nur einem Stellwerk, beziehungsweise Stelltisch. Also schön, dass er mich jetzt da gerade auspackt hat. Und fangt mit dem an zu üben. Hier in Takobo, da ist das hier drin. Und da haben wir auch hier eine wunderschöne Übersicht, wo hier eigentlich was ist. Was sehen wir denn hier genau? Also einerseits sehen wir natürlich hier unser eigenes Stellwerk, hier mit TA. Dann haben wir die einzelnen Ausfahrsignale D, C und B, sowie hier auch das Rangiersignal TM2 und die Nummerierung der Weichen. Weiche 1, 2, 3, 4, TM-Signal, Einfahrsignal A und hier die Strecke RT. Auf der rechten Seite haben wir die Strecke WP und auch hier die Rangiersignale, Einfahrsignal K, Ausfahrsignale G, H und J, sowie auch hier die Gleissperre bzw. ein Gleiser WK1. Das hier ist der Bahnübergang. Okay, schauen wir uns die Hebelbank an. Hier im Blau, das sind hier die Weichen bzw. Weichensperren. 1, 2, 3, 4, das sind Weichen.
RG1 und RG2 sind Weichensperren, damit man sie in der jeweiligen Position nicht mehr bewegen kann. Das wäre für positiv und negativ. Das hier unten sind Weichen 15, 16, 18. Warum sieht das so komisch aus? Die werden über einen Motor gesteuert, nachdem die so weit entfernt sind. Funktionieren aber nach dem gleichen Prinzip, jetzt habe ich sie auch so sehen, gestellt, wie die hier. Und 15, 16, 18 sind die Weichen hier auf der rechten Seite. BK1 ist die eine Gleichsperre. Dann haben wir hier die Rangiersignale TM1, 2 und 11. Und die Rangiersignale für die Ausfahrsignale, sprich Rangiersignal für Signal B, C, D, E und H. Um das mal kurz zu demonstrieren, das nächste Signal, was wir hier sehen, das ist D. Ich werde das einmal nach unten machen. Und dann seht ihr, hier bei Signal D ist das Licht angegangen. Okay. Gehen wir weiter nach rechts. Hier haben wir die Ausfahrsignale, bzw. Einfahrsignale. Einfahrsignal A, dann die Ausfahrsignalgruppe B, C und D Richtung Fahrweg RT und G, H, J nach WP, sprich aus der aktuellen Sicht nach rechts raus. Je nachdem, welche Fahrstraße wir eingestellt haben, wird er dann das entsprechende Signal auf Fahrt stellen. Und hier wird dann nochmal das Einfahrsignal von der rechten Seite. Was sehen wir hier? Einerseits hier oben haben wir die Hilfssignale, wenn man zum Beispiel eine Lok in eine Offline-Szenerie schicken müssen, dann haben wir hier die Hilfssignale für die jeweiligen Signale, also A, B, C, D, G, H, J, K. Aktivieren kann man das mit einem Rechtsklick. So ist es jetzt aktiv, wenn es hier blinkt, und mit einem Linksklick kann ich das wieder abstellen. Im Falle von D mache ich es hier mal ganz kurz, es blinkt, und wenn wir jetzt auf das Signal schauen, es blinkt. Okay. Machen wir wieder weg. So, dann haben wir hier einerseits die Blöcke, die wir hier noch haben. Zum Beispiel vom Signal A ausgehend, also sprich von der Strecke RT, zu den Gleisen 1, 3 und 5. Oder in die umgekehrte Richtung von den Signalen B, C, D in die Richtung RT, also sprich Gleis 1, 3 und 5. Und das gleiche nochmal auf der anderen Seite, Ausfahrt GHJ Richtung WP. Oder halt Einfahrt von K auf 1, 3, 5. Hier unten haben wir die unterschiedlichen Fahrstraßen, die wir hier machen können. Und die Fahrstraßenhebel lassen sich in zwei Richtungen bewegen. Einmal nach oben, einmal nach unten für die jeweilige Fahrstraße. Es ist einerseits hier visuell beschrieben, was denn gestellt sein muss, damit es funktioniert. Und wenn man hier auf den Hebel rauf geht, wird es auch nochmal erklärt. Hier am Beispiel. Nach oben wäre es vom Signal A zu Gleis 1 und da braucht es die Sperre RG1 oder von Signal A nach Gleis 3. Da müssen die Weichen 1 und 2 umgelegt werden plus die Sperre 2. Und das ist bei jedem Hebel so. Wir werden jetzt einmal eine kleine Scheinmanöverfahrt machen und zwar von TM2 nach hinter TM1 und dann wird die Lok quasi wieder hier auf Gleis 5 fahren. Also, was brauchen wir denn hierzu? Also, natürlich klar, TM2 muss aufgehen und dann müssen wir hier die Weichen 1, 2, 3 und 4 entsprechend stellen. Dieser kleine schwarze Balken, der zeigt die Negativstellung an von den Weichen, sprich negativ wäre dann hier runter oder negativ hier rauf im Falle von der Weiche 2. Und damit wir hier von TM2 hinter TM1 kommen, müssen wir erstmal die Gleissperre hier aufmachen. Die Weiche 4 auf negativ, Weiche 3 auf negativ, 2 negativ, 1 negativ. Und das machen wir jetzt erstmal. Ja, Linksklick. 2. 3. 4. Und auch die Gleissperre. Und dann schaue ich nochmal das Wort TM2. Und wichtig, diese ganzen Manöverfahrten, die werden nicht mit den Fahrstraßen gemacht. Ihr müsst so wirklich schauen, dass ihr die Weichen richtig gelegt habt und dann gebt ihr das Signal frei. Das Ganze kann man natürlich visuell überprüfen. Wir gehen mit F11 wieder raus, gehen hier auf das Gleis hier. Und dann sehen wir hier, TM2 ist offen, die Gleissperre ist offen
und die Weiche ist richtig gelegt. Das sieht man hier schon auch an den Laternen. Sehr gut. Und das hier passt ebenfalls. Ja, und wenn es jetzt noch eine einzelne Lok wäre, dann dürftet ihr nur bis zu diesem Rangierende hier fahren. Sollte die Zugkompensation länger sein und ihr entscheidet euch, der soll über das Rangierende fahren, dann müsst ihr ihm einen mündlichen bzw. schriftlichen Befehl dafür geben. Achtung! Macht es nur, wenn ihr euch wirklich sicher seid, dass die Strecke da sicher ist, dass zum Beispiel kein anderes Stellwerk den Streckenblock hinten reserviert hat und ihr da eine Freigabe gegeben habt. Denn wenn der da weiterfahrt, dann ist er potenziell in Gefahr, denn es könnte von der anderen Seite ein Zug kommen und die krachen dann ineinander. Also wirklich Obacht, wenn ihr da Zugposition übers Rangierende fahren lasst. Wie man so einen schriftlichen Befehl sauber macht, werden wir in einem eigenen Tutorial nochmal anschauen. Jetzt hier für die Grundlagen wäre es ein bisschen too much. Okay, wir gehen davon aus, wir sind jetzt so eine einzelne Lok und stehen jetzt hier hinter diesem TM-Signal. Das ist in dem Fall TM1. Gehen wieder hier zu unserer Hebelbank, wenn er mich denn lässt. Und machen erstmal hier das TM-Signal wieder zu. Und so wie er die ganzen Sachen aufgemacht hat, baut es auch wieder ab. Sprich, wir machen die Sperre wieder rein. Und ein paar Weichen brauchen wir jetzt für Gleis 5. Sprich, 1 muss negativ sein, 2 muss negativ sein, 3 negativ, 4 muss aber positiv sein. Weil negativ geht hier nach unten. Sprich, 4 kommt nach oben. Und wir geben jetzt TM1 auf Fahrt. Wir kontrollieren das ganz kurz, ob das auch so passt. Und ja, das passt. Der würde jetzt hier reinfahren. Und da gehen wir auch jetzt wieder davon aus. Das hat er gemacht. Also, wir nehmen das Signal zurück. Und dann können wir hier alles wieder zurückbauen. Ich wollte eigentlich die 2 haben. Aber kein Problem. Und sind hier wieder in der Ausgangsstellung. Kleine Sonderheit hier bei diesem Bahnhof. Wir haben hier eine Bahnhofs-, also beziehungsweise hier ein Gleisübergang. Und den können wir hier steuern mit diesem Pult. Den gibt es auch hier bei SBK, SCS teilweise. Rot heißt, dass er hier zu ist und grün, weil er offen ist. Ich empfehle euch, wenn ihr so ein Pult hier drin habt, auch bei SBK, dass ihr den einmal aufmacht und wieder zumacht. Denn es kann sein, dass es noch nicht ganz registriert hat, dass er wirklich zu ist. Und da könnt ihr vor allem bei SBK und SCS teilweise die Fahrstraße nicht machen. Also wie macht man den auf? Wir bleiben hier auf den grünen Knopf drauf, bis das grüne Licht hier aufgeht. Das heißt, er ist vollständig geöffnet. Wir können hier eine Sichtkontrolle machen. Die Schranke ist offen. Machen das gleiche mit dem roten Knopf und warten hier, bis rot aufleuchtet. Okay, das nächste Wichtige, was ihr beachten solltet, ist, dass ihr euch das richtige Kürzel hier eingetragen habt als Name. In meinem Fall jetzt hier TA ist auch richtig und wenn das mal nicht stimmen sollte, schaut hier auf den Plan, da steht es dann auch immer, was jetzt hier das Kürzel ist von dem Stellwerk. In der Regel stellt er das immer automatisch, wenn er das Spiel gerade startet und in die Szenerie ladet, dann setzt er das gerade. Aber wenn ihr vorher in einer anderen Szenerie drinnen gewesen seid und ihr wechselt dann auf eine andere, dann kann es sein, dass hier noch das alte drin ist. Dann müsst ihr das entsprechend anpassen. Wo passe ich das an? Ich gehe dazu in die Settings, gehe hier auf Game und kann das dann hier ändern. Ganz wichtig noch, macht niemals eine Ausfahrt von einem Rangiersignal raus. Sprich, schickt es hier, wenn jetzt jeder Zug oder die Lok stehen würde, schickt ihr nicht auf die Strecke raus nach RT. Macht es das immer von einem entsprechenden Ausfahrsignal. In dem Fall D, C und D. Oder für die andere Seite G, H und J. Aber nicht vom Rangiersignal aus. Ja, und da wären wir auch im SWDR. Den erreicht ihr über rj.dd2.info.pl. Der Login für hier ist genau der gleiche wie im Forum. Und da müsst ihr aufpassen, dass ihr den richtigen Server hier ausgewählt habt. Also wenn ihr beispielsweise einen Test auf dem deutschen Server macht, dann wählt ihr auch DE aus und dann klickt ihr auf Login.
Der Login hier funktioniert nur dann, wenn ihr die Szenerie bereits gestartet habt. Wenn ihr das nicht gemacht habt, kommt ihr ab diesem Punkt nicht mehr weiter. Hier sehen wir, dass wir Tarkovo haben, alles ist okay. Und klickt dann hier auf den blauen Button und bin dann drin. Dann braucht ihr einen kleinen Moment und das ist quasi die Startseite vom SWDR. Hier auf der linken Seite haben wir den Chat, da kann man mit den Fahrdienstleitern oder Fahrern sprechen. Hier rechts haben wir so einen Activity Log, wenn zum Beispiel der Fahrdienstleiter seinen Status ändert oder einen Fahrplan löscht, solche Sachen, die werden dann hier drin. Dann hier weiter unten haben wir hier einerseits, welcher Zug ist zuletzt entgleist. Und da steht immer die Nummer drin und wie lange das schon her ist und wer das überhaupt gewesen ist. Dann wer ist über rotes Signal gefahren, genau nach dem gleichen Prinzip. Links unten werden die aktuellen offenen Szenerien genannt, hier mit dem Name, mit dem Hash, wer macht sie denn und wie viele Züge hat er denn oder kann maximal hier haben und der Status sowie das Level. Rechts wäre dann hier die ganzen Züge, die unterwegs sind. Nachdem ich jetzt hier auf dem deutschen Server bin, ist hier gerade nichts los, deswegen tote Hose. Zu dem Status, den müsst ihr dann relativ bald ändern, denn wenn ihr den nicht innerhalb von, ich glaube, 15 Minuten sind, ändert, schmeißt euch SWDR automatisch raus. Was haben wir hier für Stati? Einerseits den allerersten. Da habt ihr dann eine Zeitauswahl, bis wann ihr euch committen möchtet, dass ihr hier den FDL macht. Wenn ihr spätere Zeiten einstellt, zum Beispiel hier 17 Uhr, das wären dann über 2 Stunden, dann kann es auch sein, dass ihr zum Beispiel für 16.30 Uhr einen Fahrplan reinkommt. Und ihr müsst dann so lange bleiben, bis der Fahrplan fertig bei euch ist, dass ihr den durchgefahren habt. Ihr dürft nicht einfach wieder gehen, wenn ihr aktive Fahrpläne drin habt. Also passt da auf, zu welcher Zeit ihr euch committet, wirklich da zu sein. Ihr könnt natürlich sagen, ihr macht nur eine Stunde. Da fängt ihr natürlich am besten zu einer vollen Stunde an, damit ihr auch eine Stunde habt. Dann habt ihr halt relativ wenig Traffic, aber es ist dann auch weniger Stress. Nur so als Tipp. Wenn ihr dann die richtige Zeit ausgewählt habt, ich mache jetzt hier, ich muss mir kurz 16 Uhr, dann geht es hier auf grün. Was haben wir hier noch? Das zweite ist, dass ihr kurz AFK seid. Das dritte heißt, ihr werdet bald beenden. Das heißt, die Station ist voll und das letzte ist nicht verfügbar. Ihr könnt das Ganze natürlich auch in Deutsch übersetzen, aber die deutsche Übersetzung ist hier teilweise recht schlecht, also es passt nicht ganz. Außerdem im echten Betrieb, wenn ihr zum Beispiel hier einen Fahrplan dann habt, dann sind die Destinationen teilweise falsch und da kann es dann passieren, dass ihr einen Zug falsch rausschickt. Also nutzt es nur im Notfall, um kurz zu schauen, was gerade wo wie was ist oder um den Chat zu übersetzen. Und geht dann wieder hier auf Polnisch. Dann, hier im Chat gibt es hier noch diesen kleinen blauen Button hier oben. Hier kann man die Lautstärke der unterschiedlichen Alarme einstellen. Ich setze es mal kurz auf Deutsch. Habt ihr zum Beispiel für das Klingeln von den Sperren, dieser Rufton im Chat etc. Ich rate euch, macht das alles mal um 50% nach unten. Und dann hat es auch noch den Klang für den Gleisermeldungen. Die tue ich bei mir mal ganz leise. Die muss ja nicht unbedingt so laut haben. Dann Sortierungsoptionen und etc. Je nachdem, was ihr da referiert, könnt ihr euch das da einstellen und dann auf Speichern klicken. Okay. Wir machen das mal wieder auf Polnisch. Der zweite Punkt. Hier werden normalerweise die ganzen Fahrpläne aufgelistet von den Zügen, die ihr habt. Ich habe jetzt natürlich keinen. Und da könnt ihr einen automatischen Fahrplan erstellen. Oder einen manuellen. Für das Grundlagentutorial gehen wir jetzt nur auf den automatischen ein. Da kommt dann dieses Fenster. Hätte ich jetzt einen Zug bei mir, dann würde er hier auftauchen mit der entsprechenden Nummer. Ich würde den dann anklicken, wähle dann die Zuggattung aus und dann sage ich hier, ist es eine Elektrolok, ist es eine Diesellok, ist es ein Elektrotriebwagen oder ein Dieseltriebwagen. Wähle dann die entsprechende Höchstgeschwindigkeit aus. Zum Beispiel 110, sage ihm, von wo startet er überhaupt, von welcher Station. Hier würden dann mehrere Stationen aufgelistet werden, wenn ich mehrere Stationen offen hätte und über welchen Weg soll er denn rausfahren, in meinem Fall RT oder WP. Also da müsst ihr darauf achten, wo der Zug denn gerade steht und in welche Richtung er rausfahren sollte. Dann, über wie viele Szenarien soll er fahren? In der Regel lasse ich das bei 100, außer jemand sagt, er hätte gerne einen kurzen Fahrplan, dann kann man hier auch runterstellen.
und ab wann ist die Abfahrt. Standardmäßig in 5 Minuten, zumindest versucht das in 5 Minuten. Und ansonsten, wenn ihr zum Beispiel ein Manöver habt, könnt ihr das da hochsetzen, zum Beispiel auf 15 Minuten. Da kann der noch rumrangieren und fährt dann in frühestens 15 Minuten ab. Dann haben wir hier noch Überlänge und Gefahrgut. Auf das gehen wir in den Grundlagen-Tutorials jetzt auch nicht ein, das kommt dann später. Das heißt, das könnt ihr jetzt erstmal ignorieren. Und würdet ihr dann hier auf den grünen Button klicken, dann würde er euch Fahrpläne generieren. Kann er bei mir nicht, weil ich jetzt die einzige Station bin, die da gerade offen ist. Zu den Zuggattungen werde ich euch noch ein kleines Bild einblenden. Und zwar ist es das hier. Das habe ich aus unserem Discord-Server von lieben Canvert. Da seht ihr die unterschiedlichen Zuggattungen inklusive den Kürzeln. Also das könnt ihr euch abspeichern und dann wisst ihr dann, was hier welche Zuggattung ist, gerade hier in diesem Fenster, was das auch bedeutet. Und da haben wir auch ganz rechts das mit den Zugnummern. Ihr müsst darauf achten, dass die Lokführer die richtige Nummer haben. Also zumindest erstmal von der Anzahl der Stellen. 4, 5, 6 etc. Das heißt, wenn ihr Fahrdienstleiter seid und er macht seine Analyse, zum Beispiel EP08, VMAX, 120, 294 Meter und dann kann er sagen EIE. EIE wäre in dem Fall ein Expresszug, das ist hier gerade das erste. Oder er sagt oder schreibt es aus, Express. Dann schaut sie, dass er in dem Fall zum Beispiel 4 Nummern hat und nicht 5. Wenn die falsch ist, dann sagt ihm, er soll seine Nummer ändern. Dann müsste es ungefähr 2-3 Minuten warten in SWDR, bis dann hier die richtige Nummer angezeigt wird. Es kann dann sein, dass er den Fahrer dann zweimal anzeigt, einmal mit der alten und einmal mit der neuen. Hier macht er natürlich den Fahrplan mit der neuen Nummer. Ganz wichtig. Okay, ich werde jetzt mal kurz eine zweite Station hochstarten und einen Zug hier in die Station reinsetzen und dann werden wir einen Fahrplan generieren, damit ihr das einmal gesehen habt. So, wir gehen jetzt die Situation durch, dass ihr bei euch ins Bahn aufmachen möchtet und dann einen Fahrplan erstellen möchtet, wie der Fahrer dann kommt. In meinem Fall klicke ich dann hier auf W-TOW, sprich Signal W und TOW für Güterzug, sprich da kann nur ein Güterzug kommen und mache das Häkchen bei Allow Spawning. Ich habe mir Unterstützung besorgt, der Little Beaver wird hier gleich auf diesem Gleis hier spawnen mit einem entsprechenden Zug. Wir machen dann für ihn einen Fahrplan und schicken ihn dann raus. Und da ist er auch schon. Wir sind jetzt im Chat. Little Beaver, Add-Signal TA-B. Notain Table. Das TA-B kann sich dann ändern, beziehungsweise wird er anders heißen, je nachdem, auf welcher Szenerie ihr gerade seid und wie die Signale bzw. die Spawns heißen. Darunter haben wir die automatische Zuganalyse und das wäre EU07-324. 16 Meter, 83 Tonnen. Aber ihr seht hier schon, es kann nicht ganz stimmen, denn hat es ein paar Wagen dahinter und die sind länger als 16 Meter und vermutlich schwerer als 83 Tonnen. Warum ist es so? Der Biber ist kalt gestartet und wenn man kalt startet, dann ist man nicht im Zugverband angekoppelt. Und daher gibt die Zuganalyse erstmal nur die Lok raus. Das ist später für den Fahrplan wichtig. Bevor wir zu dem kommen, sagen wir natürlich dem Fahrer erstmal Hallo. Das wäre Witam auf Polnisch. Wenn es ein deutscher Fahrer ist oder ein englischer Fahrer, den ihr bereits kennt, könnt ihr es natürlich auf Englisch oder Deutsch machen, aber mit Witam macht ihr erstmal überhaupt nichts falsch. Das nächste ist natürlich Analyze Please. Wir wollen ja wissen, was er tut und was für einen Fahrplan wir überhaupt ausstellen sollen. Okay. Wir haben jetzt hier EU07 TOW für einen Güterzug, VMAX 100, 236 Meter, 325 Tonnen. Da sehen wir auch schon den Unterschied zwischen der Analyse von Little Beaver und dem, was uns das System gegeben hat. Auf das müsst ihr achten. Der Fahrer muss erstmal an seinen Zugverband ankoppeln und wenn er das gemacht hat, dann macht sie erst den Fahrplan. Also wenn ihr das schon seht, okay, das ist so kurz, und er gibt sowas Langes aus, dann ist es fast immer Kaltstart. Ihr könnt ihm dann noch sagen, okay, du erstmal an deinen Zugverband ankuppeln und dann macht man den Fahrplan. In dem Sinn, der Little Beaver wird jetzt erstmal ankuppeln und wenn er das gemacht hat, dann gehen wir in SWDR rein und dann machen wir den Fahrplan.
hat er an der Stelle gemacht. Wir merken uns die 236 Meter und 53 Tonnen und werden das dann im Fahrplan nachkontrollieren. Hier im SWDR gehen wir auf den grünen Reiter, klicken hier auf neuen Fahrplan automatisch, wählen unseren Fahrer aus, kontrollieren an der Stelle, dass die Anzahl der Ziffern hier stimmt. In dem Fall 6 Ziffern für einen Güterzug, das passt. Wenn das jetzt hier nicht passen würde, dann sagen wir dem Fahrer, hey, du bitte eine Zugnummer anpassen. Wir wählen hier die Kategorie aus. Tuarovi in dem Fall, Elektrolok 100. Wo startet er überhaupt? Hier in Tarkovo. Und dann ist die Frage, wo fährt er raus? Am Anschluss RT oder WP? Wenn wir das jetzt hier nicht wissen, können wir natürlich hier in TD2 wieder reingehen. Gehen hier in unser Stellwerk rein und schauen, wo er ist. In dem Sinn hier Signal B. Und das nächste Logische wäre, er fährt hier bei RT raus. Er könnte auch bei WP rausfahren, aber für WP bräuchte es Manöver, dass er hier rausfährt, einmal umsetzt und wieder retour fährt. Denn ab und zu kann es sein, dass man beim anderen Anschluss bessere Fahrpläne kriegt. Nur damit es kurz erwähnt ist, aber wir machen das als Beispiel bei RT. Also, wir haben hier Maximalszenario 100, Abfahrt in 5 Minuten. Für den Fall, dass es noch ein Manöver braucht, wie zum Beispiel zum Bahnsteig zu fahren, setzt die Zeit auf 10 Minuten, 15 Minuten, damit er pünktlich abfahrt. Klickt dann unten auf den Button generieren und da haben wir dann unsere Vorschläge für die Fahrpläne. Wenn jetzt wirklich viel los wäre und wir wären beispielsweise auf PL1, dann würden wir hier wesentlich mehr Fahrpläne bekommen, als wie die zwei, was wir jetzt hier sehen. Bevor ihr jetzt da einen Fahrplan einfach den Lokführer zuweist, müsst ihr euch den Fahrplan genau anschauen. Denn es gibt Fahrpläne, die sind zum Beispiel rot markiert mit einer entsprechenden Meldung. Es sind dann Fahrpläne, die zum Beispiel ein Manöver drin haben, die sehr lange gehen oder die lange Wartezeiten haben. Ein Beispiel von so etwas blende ich euch an dieser Stelle einmal kurz ein. Das ist aus einem Livestream, den ich mal gemacht habe. Und da seht ihr, wir haben jetzt hier drei Fahrpläne mit einer entsprechenden Meldung. Und einen habe ich jetzt hier gerade offen. Da wäre zum Beispiel ein Halt von 13 Minuten. Das wäre jetzt hier sogar noch harmlos. Das geht noch viel schlimmer, dass man mehrere Halte hat. A 13 Minuten oder sogar auf 30 Minuten. Oder man hat dann hier ein Manöver drin. Weist das aber nicht dem Fahrer einfach so zu. Sagt ihm das, hey, du hast ein Manöver oder hey, du hast hier längere Haltezeiten oder der Fahrplan geht 4 Stunden. Ist das für dich in Ordnung? Wenn er sagt ja, okay, dann gebt ihm das. Ansonsten schaut sie, dass er den bestmöglichen Fahrplan für ihn aussucht. Ausgenommen, er sagt, ich hätte explizit gerne ein Manöver oder ich habe da irgendwie längere Standzeiten. Wenn der Fahrer ganz nett ist, dann sagt er euch bereits bei der Zuganalyse, hey, ich hätte gern einen Fahrplan, der geht 2 Stunden lang oder nur eine Stunde. Dann könnt ihr euch schon nach dem richten. Okay, wir gehen jetzt wieder zurück und werden mal unseren Little Beaver den Fahrplan hier zuweisen. Und dann sollte er eigentlich jeden Moment hier in der Liste auftauchen. Da ist er ja auch. Wir klicken jetzt auf den Fahrplan einmal drauf, gehen hier auf das erste und dann sehen wir hier gleich die Details von dem Fahrplan. Da sehen wir jetzt 236 Meter, wir haben hier 325 Tonnen und wenn das jetzt zum Beispiel krass abweichend wäre zu der Zuganalyse, was er euch geben hat, dann könnt ihr natürlich die Grenzlasttabelle anschauen und schauen, was das theoretische Vmax wäre. Das habe ich hier schon mal aufgemacht. Und wenn jetzt das angegebene Vmax, mit dem ihr den Fahrplan erstellt habt, nicht passt, dann müsst ihr natürlich den Fahrplan neu ausstellen. In unserem Fall ist alles in Ordnung. Und wir können dann erstmal die Fahrstraße vorbereiten. Das heißt, wir haben hier die Ausfahrt von Signal B nach RT. Und dazu brauchen wir Weiche 1 negativ, 2 negativ, 3 negativ, 4 positiv, denn 4 negativ wird hier nach 101 gehen. Wir tun das immer hier. Und werden auch hier die Weichensperre RG2 mit dazu nehmen. Nachdem hier beide auf negativ sind. Wenn ich mal nicht weiß, okay, welche Weichen muss ich denn umlegen oder was für Weichensperren brauche ich, kann ich hier natürlich zu den ganzen Fahrstraßen gehen. Schauen wir das an, entsprechend nach Signal, also hier B nach RT. Und dann kann ich es auch hier nachlesen, okay, brauche die Weichen 1, 2, 3 und die Sperre RG2 mit Rechtsklick nach unten. Kann ich es hier bestätigen. Und jetzt haben wir einen ganz wichtigen Sonderfall.
Am mechanischen Stellwerk könnte ich jetzt hier die Ausfahrt freigeben und der Zug könnte losfahren. Das würde bei SBK SCS nicht gehen, solange ich hier die Streckenblockade nicht habe. Schaut daher, dass ich vorher im SWDR die Streckenblockade gemacht hat und die auch von der Gegenstelle angenommen worden ist. Bei uns ist es so, dass wir aktuell vor der Fahrplanzeit sind. Nach den Regularien muss ich jetzt das Stellwerk anfragen. Hey, ich habe hier den Zug 558745. Darf ich den vor der Zeit zu dir schicken? Wenn er dann sagt, ja, das ist okay, dann darf ich die Blockade anfragen. Wenn nicht, dann nicht. Also tut es da wirklich darauf aufpassen. Das gleiche auch mit der Verspätung. Tut es da das Stellwerk, wo ihr den hinschicken wollt, erstmal anfragen, hey, darf ich den zu dir schicken oder nicht? Nicht einfach erstmal die Blockade reinreservieren. Im Fahrplan drin könnt ihr das natürlich schon machen. Also wir gehen hier auf die Blockade. Wir haben hier die Borg GT. Hier bei RT. Wählen das aus. GT. Verbinden. Und dann, um jetzt die Blockade anzufragen, drücke ich auf WBL. Sobald ich das mache, geht bei ihm der Alarm los und er muss es dann mit POZ bestätigen. Genauso wäre es andersrum. Wenn das andere Stellwerk bei uns hier eine Blockade anfragt, dann geht bei uns der Alarm los und wir müssen das mit POZ bestätigen. Also, ich drücke jetzt erstmal auf WBL. Und ihr seht, der Pfeil blinkt. Und der blinkt so lange, bis das andere Stellwerk das angenommen hat. Wenn das andere Stellwerk das angenommen hat, leuchtet der durchgehend. Das ist jetzt der Fall. Und jetzt erst dürfen wir den Zug auch losschicken. Das heißt, wir gehen in TT2 wieder rein. Wir können hier den Block machen und das Ausfahrsignal geben. Wenn wir jetzt auf den Bahnsteig gehen, drehen uns einmal um. Wir haben hier das Ausfahrsignal. Der Zug darf jetzt ausfahren. Für uns ist die Arbeit aber noch nicht getan. Wir gehen wieder zurück in den SWDR. Wählen uns den Zug aus. Gehen hier auf das untere. Und tun die Abfahrtzeit abstempeln. Wir klicken hier auf den Button. Da stellt er die aktuelle Uhrzeit ein. Und drücken dann hier auf den unteren grünen Button. Er sitzt dann schon minus 11. Und weil ich das gemacht habe, wird der so grau hinterlegt und der Fahrplan bzw. der Zug ist bei uns abgestempelt. Und das nächste Stellwerk weiß, oh okay, der Zug hat minus 11 Minuten Verfrühung und hat entsprechend eine neue Zeit hin. Das gleiche wäre auch bei einer Verspätung. Wenn das plus 20 wäre, dann würde die Zeit entsprechend anpassen. Wenn der Zug bei euch durchfährt, dann habt ihr hier noch die Ankunft. Es funktioniert nach genau gleichem Prinzip. Und dann macht ihr dann die Abfahrt. Habt ihr dann genau den gleichen Button, drückt hier drauf und ist abgestempelt. Wir gehen wieder ins Stellwerk. Der Zug ist ausgefahren. Ausfahrsignal können wir wieder zurücknehmen. Und es sitzt dann gleich. Hier die weiße Scheibe wird dann wieder auf Rot fallen. Ist jetzt passiert. Sehr gut. Der Zug ist erstmal für uns erledigt. Ihr dürft jetzt aber nicht hergehen und die Streckenblockade auflösen. Das dürft ihr erst dann machen, wenn der Zug eure Szenerie effektiv verlassen hat. Je nachdem, mit was für einer Szenerie ihr verbunden seid, löst sich der Block automatisch auf. Das gleiche gilt auch für die Einfahrt. Wenn der Zug dann bei euch in der Szenerie dann drinnen ist und reingeladen ist, kann sein, dass der Block automatisch entfernt wird. Und wenn dann ein anderes Stellwerk hergeht und sich den Block gerade wieder reserviert, drückt nicht auf WBL. Denn mit WBL gebt ihr quasi dem anderen Stellwerk die Freigabe, hey, du kannst den Zug da hinschicken. Ihr müsst schauen, dass der Zug, der eingefahren ist, erstmal bei euch safe in der Station ist, beziehungsweise hinter dem ersten Einfahrsignal ist. Und dann drückt ihr erst auf WBL und gebt quasi das Go-Zeichen für das andere Stellwerk. Okay, das war's erstmal mit den Grundlagen als Fahrdienstleiter. Ich hoffe, das war informativ für euch. Und wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt sie gern in die Kommentare hier bei YouTube oder kommt auf unseren Discord-Server. Da haben wir eine recht große TT2-Community und die Fahrer dort und die Fahrdienstleiter helfen euch da gerne, wenn ihr Fragen habt. Bis denn dann. Ciao.
Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und könnt auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Barbucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.